mein Name ist Jörg und ich bin Hexenjäger. Bürgermeister Bix hat mir einen Brief aus seinem Dorf geschickt, aus Roanoke, weil er vermutlich dort eine Hexe hat. Und ich versuche jetzt, die Hexe zu enttarnen und das Dorf zu retten. Und herzlich willkommen bei Brettspiele Querbeet mit Claudia. Hallo. Und Jörg, dem Hexenjäger. Hallo. Ich bin wie immer die Hexe, war ja klar. So, heute zeigen wir euch Pagan, Schicksal von Roanoke. Ist unsere zweite Partie. Gestern haben wir mal so ein Testspiel absolviert. Ja, wir spielen dann gleich einfach mal drauf los. Vorher zeige ich euch noch schnell, wie das so ein bisschen aufgebaut ist. Erkläre euch noch ein paar Komponenten. Und danach geht's los. Das ist jetzt der Spielaufbau von Pagan. Hier unten haben wir den Spielbereich vom Hexenjäger. Da oben den Spielbereich der Hexe. Jeder Spieler, fangen wir mal mit dem Hexenjäger an, hat ein Kartendeck aus 50 Karten. Dann hat er Hinweise. Er hat Beweise. Er hat drei Gehilfen und ein Einflussrad, wobei der Einfluss am Anfang schon auf 2 steht. Und in dem Kartendeck gibt es 4 verschiedene Kartenarten. Das sind einmal die Verbündeten, die kann man hier ausspielen. Die geben einem Vorteile, die helfen einem. Man muss sie aber zu Beginn jeder Runde mit Einfluss bezahlen. Kann man das nicht, naja, verlassen sein. Dann gibt es Orte, die kann man hier hinlegen. Die kann der Hexenjäger mit seinen Gehilfen besuchen. Dann gibt es Ereignisse. Die werden sofort abgehandelt und dann kommt die Karte aus dem auf den Ablagestapel. Und dann gibt es noch Untersuchungen. Je nachdem, was auf der Karte steht, legt man die auf die Hexenseite oder auf die Seite vom Hexenjäger und bekommt dann den Bonus oder Vorteil, der draufsteht, wenn jemand einen Dorfbewohner besucht. Dazu komme ich gleich. Dann haben wir auf der anderen Seite die Hexe. Die Hexe hat nur 2 Gehilfen und einen Vertrauten und auch eine Einflussscheibe, ja, wo der Einfluss am Anfang auf 2 steht. Dann hat sie auch ein Kartendeck von 50 Karten und auch 4 Kartentypen. Da gibt es einmal Tränke. Einmal gibt es eine Vertrautenfertigkeit. Die kann sie immer nutzen, wenn sie mit ihrem Vertrauten eine Karte besucht. Dann gibt es Verzauberungen, die sie ausspielen kann. Die kommen dann hier auf die mystische Insel. Die beeinträchtigen den Hexenjäger oder blockieren den bei irgendwas. Und dann gibt es noch den Zauber. Der wird abgehandelt und danach kommt die Karte erstmal aus dem Spiel auf den Ablagestapel. In der Mitte liegen die neuen Dorfbewohner, die alle als verdächtig gelten für den Hexenjäger. Am Anfang bekommt die Hexe von dem verdächtigen Stapel die oberste Karte und nur die Hexe kennt die wahre Identität von einem der Bewohner. Und der Hexenjäger muss eben versuchen, den Bewohner, also die Hexe, zu enttarnen und zu entlarven, dann gewinnt er das Spiel. Und die Hexe muss versuchen, eben ihr Ritual durchzuführen. Die Karten sind eigentlich in unterschiedlichen Farben aufgeteilt, blau, grün und rot. Meistens haben sie immer denselben Effekt. Einfluss erhalten, eine Karte ziehen, eine Karte ausspielen. Und um das zu nutzen, nimmt man seinen Gehilfen, legt die auf die Karte. Dann hat man hier unten
in der linken Ecke, das nennt sich in der Beschreibung, steht da Ressourcen, wo jetzt zum Beispiel, wenn der Hexenjäger eine Aktion machen will, dann steht hier, lege zwei Ressourcen auf eine rote Karte. Also legt der zwei Hinweise, kann er hier verteilen auf so eine rote Karte. Die Hexe macht dasselbe und sie verteilt ihre Geheimnisse unter den Bewohnern. Und dann, wie gesagt, führt man eben die Aktion aus, Karten spielen, die einem Vorteile bringen, Einfluss erhalten, Karten ausspielen, und um Karten auszuspielen, muss man Einfluss haben, weil die immer Kosten haben, von 1 bis 4 oder so. Es gibt dann eben hier Karten, die das verringern, den Einfluss um 1. Es gibt da aber auch eine Karte, wo der Einfluss dann ein bisschen teurer wird, um das auszuspielen. Dafür darf man aber 2 ausspielen. Und so versucht dann eben jeder, sein Ziel zu erreichen. Ich eben die Hexe zu enttarnen und Claudia ihr Ritual durchzuführen und zu gewinnen. Wie das jetzt spielerisch abläuft, zeigen wir euch. Und ja, wir hoffen, ihr habt viel Spaß dabei. Ansonsten, wenn irgendwo ein Fehler ist, schreibt es in die Kommentare und meldet euch. Na dann, viel Spaß beim Zuschauen. Auf geht's zur Hexenjagd. So, Claudia, wie gesagt, ist die Hexe. Sie hat schon aus dem verdächtigen Stapel eine Karte gezogen. Ja, die liegt hier. Die wahre Identität der Hexe zeigt. Also einer von den 9 Dorfbewohnern ist die wahre Hexe. Genau. In seinem Zug hat jeder immer 3 Aktionen. Claudia am Anfang nur 2, weil sie Startspieler ist. Mhm. Und sie setzt jetzt ihre Gehilfen ein, ihre 2 auf Karten, und führt den Effekt aus. Okay. Dann setze ich zuerst mal auf Dr. Annie und ziehe jetzt eine Karte, ne? Ja. Nee, ich muss erst setze ich mal die, ne? Kannst jetzt 2 Geheimnisse verteilen auf Blau. Auf Blau. Dann machen wir das mal so. Und ich ziehe eine Karte. Das ist der Effekt von... So, das war das Erste. Claudia hat auch noch die Möglichkeit, nachher, wenn sie Tränke ausgespielt hat und sie muss Geheimnisse verteilen, kann sie die Geheimnisse auch auf ihre Tränke legen. Genau, weil die muss ich bezahlen, um die zu aktivieren. Und wenn die einmal aktiviert wurde, der Trank, dann ist er getrunken, dann ist er erfüllt, dann fliegt die Karte raus. So, dann habe ich noch eine Aktion. Ja. Dann habe ich noch eine Aktion. Da gehe ich hier hin. Und lege einen auf Grün. Ein Geheimnis. Und ich bekomme 2. Einfluss mehr. So, jetzt bin ich dran mit meinen 3 Gehilfen. Genau, meine bleiben jetzt auch liegen. Die darf ich nicht mehr nutzen, die Karte. Außer es gibt hier... Genau, man hat auch auf seiner Seite noch Aktionen, die man machen kann. Erkläre ich euch nachher, wenn es soweit ist, wenn ich da hingehe. Genau, aber wir spielen ja mit der Neoprenmatte, mit der Spielmatte. Es gibt ja für das Spiel auch... ganz normale. Ja, es gibt ja die Bretter, die das Bretter. Drauf. Ja, da hat jeder das auf seinem Spielbrett mit drauf. So, dann gehe ich mal hier hin, verteile einen Hinweis auf Blau, verteile ich hier und ziehe 2 Karten. So.
Dann gehe ich mit meinem zweiten Gehilfen hier hin. Dann erhalte ich 3 Einfluss. Dein Gegner erhält ein. Dann Dankeschön. Bin ich jetzt auf 5. Ich auch. Hat man so ein schönes Rädchen, wo man das einstellen kann. Und mit meiner dritten Aktion, gehe ich hier hin, verteile 2 Hinweise auf Rot. Ja. Und ich spiele eine Karte aus. Dann spiele ich den Agenten aus. Der erlaubt mir, oder hier steht drauf, wenn die Hexe einen Dorfbewohner besucht, darfst du einen Hinweis zu diesem Dorfbewohner hinzufügen. Die ist stark. Was kostet dich an Unterhalt? Einen? Ein. Und die kostet mich jetzt durchs Ausspielen, hier oben angezeigt, blau, kostet das 2 Einfluss. Das ist nicht schön, die ist nicht schön. Jeder hat noch so eine Spielerhilfe, wo der Zug drauf steht. Und auf der Rückseite sind die ganzen Icons abgebildet. Kann man nochmal mal nachschauen. Und sollte man am Anfang auch nutzen, weil es sehr hilfreich. So, Claudia nimmt jetzt ihre Gehilfen zurück. Und jetzt kann sie ihren Verbündeten noch einsetzen. Jetzt hat sie auch 3. Jetzt habe ich 3 Einsätze, genau. Ja. Dann gehe ich mal hier hin und bekomme einen Einfluss. Und ich darf 2 auf grün setzen. Und ich lege einen hier hin. Aha. Okay, ja. So, jetzt habe ich hier 6. Dann gehe ich hier hin und darf einen auf Rot setzen. Hier hin. Und ich spiele eine Karte aus. Warte mal, ich will mal was gucken. Darf ich das jetzt bei jedem? Nein, darfst du gar nicht mehr. Ich spiele die jetzt für 4 aus. Wieso? Will ich das nicht erstmal? Ich spiele die jetzt aus. Ja, die zählt ja jetzt noch nicht. Ja, ja. Aber ich kann ja auch einsetzen. Ja. Wo bist du denn hier? Da oben hin. Und ab jetzt darfst du es nicht mehr. Na ja, dann. Und dann habe ich noch einen. Dann habe ich noch einen. Dann gehe ich mal hier hin und ziehe mal noch eine Karte und setze noch mal 2 bei. Ich hätte sagen sollen, dass das eine Verzauberung ist, ja, die du gespielt hast. Ja. Und die ist auf der mystischen Insel. Hast du dafür Einfluss bezahlt, ja? Ja, habe ich bezahlt. Ich habe nur noch 2 jetzt übrig. Wie viel hattest du denn? Ich hatte 6. Echt? Ja. Du hast nur 6 Stück hier gehabt. Na, ich habe doch... am Anfang habe ich 2 gehabt, dann habe ich 4 gehabt, dann habe ich von dir eingekriegt, 5 und da. Ach so. 6. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Kann ich hier noch, wo kann ich jetzt noch einen hinlegen? Du kannst nirgendwo einen hinlegen. Zählt das jetzt schon noch? Ja, natürlich. Das liegt doch da schon. Echt? Darfst du nicht mehr benutzen. Na, dann muss ich das gleich mal... Irgendwie. Kannst du gerne machen. Das ist schön. Ich nehme jetzt die runter hier. Ja. Jetzt musst du zahlen, ne? Jetzt muss ich Unterhalt zahlen, damit eben mein Verbündeter bei mir bleibt. Das ist dann hier in dem Roten angegeben.
bevor ich meine Aktion ausführen darf, und das kostet mich einen Einfluss. Bin ich noch bei 2. Ha. Ja, muss ich erstmal hier hin. Erhalte 2 Einfluss. Dann drehe ich erstmal einen auf grün. Bin ich bei 4. Dann gehe ich hier hin, gehe ich 2 auf rot. Ja. Und spiele eine Karte aus. Dann spiele ich einen Ort aus für 2 Einfluss. Das runde Zeichen mit dem Blitz da oben bedeutet, dass du da deinen. Das ist für mich nochmal wie ein Aktionsort, wo ich hier mit dem Gehilfen draufgehen kann. Genau. Und dann. Was kann das denn? Eine Unterhaltsphase. Oder eine Haushalt ist das Wort. Ja, Haushalt. Haushaltsphase, genau. Füge hier ein. Hinweis hinzu, nee, was? Ja, ein Hinweis hinzu. Entferne 2 Hinweise hier, um einen Beweis zu erhalten und entlaste dann einen Dorfbewohner, wenn möglich. Okay. Du hast noch einen, ne? Ja, ich habe noch einen. Das könntest du jetzt eigentlich. Dürftest du das jetzt auch schon ausführen, wenn du willst, ne? Ja, das ist ja aber in der Unterhaltsphase, oder? In der Haushaltsphase. Hexen. Ach so, na, das ist jetzt nicht machen. Ja, ich müsste ja trotzdem hier schon den drauflegen, wa? So verstehe ich das jetzt, oder? Ja, ich muss ja den Ort nutzen. Eigentlich schon, ja. Na, dann mache ich das. Hopp. Und dann beim Zurückholen. Ja, dann machst du das, genau. Denke ich mal, ja. Mhm. Die Karten sind nicht so. Habe ich jetzt nicht. Ja, aber du musst den ja drauflegen, weil das bedeutet ja dieses runde Zeichen, ja, da oben. Und erst in der Haushaltsphase darfst du die Aktion dann ausführen. Okay. Also ich habe ganz, ganz wenig Einfluss noch. Das ist nicht gut. Ich müsste ein bisschen Einfluss bekommen. Wo bekommen wir den Einfluss? Oh, da bekommst du auch einen. 2 Einfluss hast du schon besetzt. Okay, ich muss erstmal meine zurückholen. Und setze dann einen hier hin. Da bekomme ich 3 und du einen Einfluss. Dann habe ich 5. Dann gehe ich, mal hier hin. Dann lege ich einen zu rot und ich spiele bis zu 2 Karten aus.
Ich spiele zuallererst mal einen Trank für zwei. Dann habe ich noch drei. Und dann spiele ich noch eine Vertrauten-Fähigkeit. Und zwar den Hellseher für eins. Und noch eins. So. 3, 4, 5, dann habe ich nichts mehr. Dann sind wir. Achso, da muss ich noch einen bei Rot. Kann ich noch einen nehmen? Und dann. Da steht noch. Da ist eine doofe Karte. Muss ich mal was machen, was schön ist? Dann gehe ich mal hier drauf und ziehe zwei Karten und ich darf zwei setzen und die setze ich ein hier und ein hier. Nee, da. So. Dann habe ich alle gesetzt. Dann machst du jetzt deine Haushalts. Ja. Die drei nehme ich zurück. Muss ich hier einen Einfluss zahlen für meinen Löwen? Und da, weil hier in der Anleitung steht, führe alle zu Beginn des Haushaltseffektes auf Karten im Spiel aus. Da steht ja da nicht drauf. Füge hier. Ja, aber das steht ja. Ist ja für mich zu Beginn. Haushalt. Ja, ja, da fängt er jetzt an erst. Woher war ja kein Haushalt? Na ja, gut. Und da legst du jetzt nur einen drauf, das war alles. Füge hinzu, oder? Entferne zwei, um einen Schuh zu erhalten, also einen Beweis. Ja. Und dann, wenn ich eben drei Beweise habe, kann ich einen Verdächtigen entlasten. Ja. Dann darfst du jetzt weiterspielen. Dann spiele ich jetzt weiter, genau. Muss ich mal gucken. Dann gehe ich hier auf Verzauberung Bann. Um den loszuwerden, muss ich das hier unten an Einfluss zahlen. Zahle ich einen Einfluss, dann kommt die Karte raus. Mhm. Kartenhalter wäre ja auch nicht schlecht. Ja. Dann gehe ich hier hin, erhalte einen Einfluss und ich kann das mal zwei Hinweise auf grün verteilen, oder? Ja. So, dann erhalte ich einen Einfluss. Und immer wenn ich auf eine Karte gehe, wo drei Hinweise drunter liegen von mir, dann bekomme ich einen Beweis und lege den hier hin. Die Hinweise, die bleiben allerdings liegen, die räume ich nicht ab. Das sieht bei der Hexe anders aus. Das ist bei der Hexe dann anders. Ich muss sie eintauschen, drei gegen einen. Genau. Ihre Geheimnisse gegen eine Gefälligkeit. Ja. So, dann habe ich noch eine Aktion. Da muss ich noch meine Karten anigeln, aufigeln. So, dann gehe ich hier hin, verteile einen auf Rot. Gehe ich dahin, spiele eine Karte aus
Um einen kosten weniger. Um einen kosten weniger, also spiele ich die für lau. Der rasche Verfall, das ist ein Ereignis. Entferne zwei Geheimnisse von einem Dorfbewohner. Und dann entferne ich die zwei. Mhm. Und die habe ich gespielt und die kommt dann hier auf den Ablagestapel. Okay, dann bin ich. Ja. Dann bist du, ja. Dann nehme ich alle runter. So, und dann habe ich eben auch vergessen, die hätte ich machen können. Muss ich auch dran denken. So. Ach so, ich bin hier hingegangen und ich kriege ja, weil da wieder drei drunter lagen, bekomme ich wieder einen Beweis. Ich gehe dorthin, setze einen auf grün. Ich setze ihn hier runter, oder? Ja. Und bekomme zwei. Zwei. Und dann gehe ich hier hin, setze zwei auf rot und mache ich nicht. Ich setze die zwei, die ich auf rot setzen wollte, hier drauf. Mach schon drei auf dem Trank. Ja. Und ich darf eine Karte ausspielen. Dann spiele ich die hier für die zwei aus, die ich gerade gekriegt habe. Dann bin ich wieder auf null. Füge vier Geheimnisse ein. Achso, da brauchte ich ja gar nicht. Ach nee, warte mal. Entschuldigung. Das war jetzt falsch. Da muss ich die zwei wieder runternehmen. Ach. Claudia. Ja, das funktioniert nicht. Dann mache ich was anderes damit. Was anderes machen. Naja, egal, ich mache das trotzdem mit. Ich gehe jetzt hier hin, ich setze hier zwei, aber ich setze dahin, wo ich sie vorher auch setzen wollte, dorthin. Und spiele für die zwei, die habe ich ja schon zurückgedreht, doch die Karte aus. Und dann darf ich vier einer Karte zu, aber ich habe nur noch drei. Dann habe ich die drei dahin gefügt. Dann kommt die weg. Und somit ist die dann auch für gleich. Kannst du spielen, wenn du willst, kann ne? Kann ich die spielen, wenn ich die möchte. Das kostet keine Aktion. Aber ich habe noch eine Aktion. Dann gehe ich hier hin. Dann setze ich einen auf grün. Die drei tausche ich um. Eine Gefälligkeit. Eine Gefälligkeit. Ich erhalte drei und du einen. Das ist gut. Und das ist mein... Das ist das jetzt, was ich vorhin gesagt habe. Meine Vertrautenfähigkeit. Claudia hat hier den Vertrauten, der sieht ein bisschen anders aus wie die Gehilfen. Und wenn sie den spielt und genau. Hat so eine Vertrautenkarte ausgespielt, kann sie die dann immer noch nutzen. Das obere ist immer gratis. Das untere ist eine zusätzliche, die kann ich anstelle der oberen machen, da muss ich dann aber was bezahlen. Genau. So. Das heißt, ich ziehe eine Karte und lege irgendeine ab. Dann gucken wir mal, welche wir ablegen. Ja, dann legen wir die ab. Okay. Dann hast du alle gespielt. Dann habe ich alle gespielt. So, dann hole ich meine drei Gehilfen zurück. Zack, zack, zack. Muss Unterhalt zahlen. Ein Einfluss. Ja. Jetzt habe ich wohl nicht aufgepasst. Ach,
Ja, egal. Ich gehe hier hin, leg einen Hinweis holen auf Blau, ja. Lege ich da hin, ziehe zwei Karten. Der Fremde. Fremde Su. Prediger. Wohlfeig. Dann gehe ich mit meinem zweiten hier hin, lege einen auf Rot, bekomme wieder einen Beweis, den ich hier hinlegen kann und kann eine Karte ausspielen um eins weniger. Also es ist definitiv schwerer, die Hexe zu spielen. Ja, das ist, spiele ich eine Untersuchung. 2 kostet 1 weniger, zeige ich noch 1, habe ich noch einen Einfluss. Und das ist so eine Untersuchung, das zeigt immer an, auf welche Seite die gelegt wird. Die kommt jetzt auf die Seite von der Hexe. Und ich suche mir jetzt einen Dorfbewohner aus, wo ich die dann mit hinlege. Immer wenn Claudia nachher den Dorfbewohner aktiviert, bekomme ich dann, was hier drauf steht. Und dasselbe gibt es auch noch mit dem Hexenjäger-Symbol. Dann kommt die hier auf meine Seite. Und immer wenn ich den aktiviere, bekomme ich das dann, was unten steht. Und ich lege die mal hier hin. Kannst du es neu erkennen? Ja. So, das war meine zweite Aktion. Boah, das ist ja gut. Wenn ich die jetzt mache, dann bekomme ich 3 und du bekommst schon direkt 4. Ja. Wow. Ja, ist nicht so leicht, die Hexe. Wow. Und mit meiner dritten Aktion entlaste ich jetzt einen Verdächtigen. Ich gebe jetzt die 3 Beweise ab und ziehe die oberste Karte vom verdächtigen Stapel. Und dann weiß er schon mal, welche es nicht ist. Dann weiß ich schon mal, dass das nicht die Hexe sein kann. Wen von euch darf ich anrufen? Und dann packe ich die mal hier hin. Dann bist du durch. Dann bin ich durch. Dann ziehe ich meine zurück. Dann ziehe ich mal noch eine Karte. Und ich kann 2 legen auf. Zwei da. Ich aktiviere jetzt mal. Den Trank? Mein Trank. Das heißt, die kommen wieder zurück in den Vorrat. Füge ein Geheimnis zu allen Dorfbewohnern hinzu. Den letzten noch, ne? Dann habe ich alle, oder? Ja. So, das war mein erster Streich. Ach, ich habe die gerade zurückgezogen. Ja, nicht, das habe ich ja gar nicht. Ist ja gar nicht so. Das ist ja auch nicht schlecht. Nee, das ist nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. Spiele eine Karte aus. Ich
Wenn hier steht, dass ich irgendwas zu einer Zielfraktion hinzufügen darf, das heißt, das ist dann da, wo ich in dem Moment meinen hingelegt habe, ne? Ui, was will ja nicht, was da draufsteht. Eine Zielfraktion? Ja. Zu allen Dorfbewohnern der Zielfraktion hinzufügen. Es muss ja dann die sein, wo ich da gerade die... Wir haben nur drei Fraktionen. Rot, Grün und Blau. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauflege, darf ich erstmal schon mal zwei bei Rot legen. Dann lege ich mal hier zwei bei Rot. So. Und dann darf ich eine Karte ausspielen. Spiele ich die Karte hier aus. Für zwei. Und dann füge zwei Geheimnisse zu allen Dorfbewohnern der Zielfraktion hinzu. Ja, musst du den dann, wo du gerade warst, ne? Denke ich auch, dass ich den nehmen muss. Zu allen, zwei zu allen. Also hier zwei. Hier zwei. Was zu allen? Und was? Da zwei. Alter Falter. Na, hier steht, füge zwei zu allen Dorfbewohnern der Zielfraktion hinzu. So. Da hast du aber schon einen Haufen Nippes liegen. Jetzt muss ich auch mal aufpassen. So. Und dann nehme ich die runter. Die hätte ich vorher machen müssen. Aber die waren ja drin. Ich habe ja nur zwei dazugefügt jetzt. Nimmst du das 3 runter, ne? Mhm. So. Muss man vorher ein bisschen einhalten. Ja, besser ist das. Ja, weil ich das dann nicht mehr nachvollziehen kann, was du da hinlegst. Dann lege ich den jetzt hier hin und nehme die 3 runter. Warte mal. 1, 2, 3. Hier kommt ihr noch hin, hier kommt ihr noch hin. Und lege hier und auch einen hin. Hin. Und ich erhalte 2. Hiervon und den ziehe ich eine. Ach so. Okay. Okay. Machst du denn deine Karte da unten? Ja, die habe ich gerade gemacht. Eine gezogen und eine ablege. Ich gucke, welche ich ablege jetzt. Schweren Herzens. Lege ich dir ab. Bist du durch, ja? Ja. Den zurück, muss einzahlen. Bin ich bei 0, das ist nicht gut. So. Ich gehe hier hin, leg einen auf grün und kriege 3 Einflüsse, du einen. Mal einen Schluck Tee trinken, vielleicht hilft's. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, einen Dorfbewohner zu eliminieren. Mörder. Ja, das ist. Ja, wenn es unschuldig ist, ist es nicht schön, ich weiß. Den Dorfbewohner, den ich eliminieren möchte, muss 3 Hinweise haben. Und jeder andere Dorfbewohner muss mindestens 1 Hinweis haben. Und ich gehe hier hin und will diesen Dorfbewohner eliminieren. Welchen? Den da? Ja.
Drehen rum, es ist er nicht. Gut. Yay, einer Torholz gewesen. Sehr schön. Wenn ich, das kann ich dreimal machen, wenn ich beim dritten Mal immer noch verkehrten... Dann hat die Hexe gewonnen. Dann hat die Hexe gewonnen. Super. Also das war nicht die Hexe. Na, klasse. Nein, das war nicht die Hexe. Jetzt habe ich noch einen. Also der Dorfbewohner ist nicht mehr verfügbar für den Rest des Spiels. Achso, wo bin ich in Young Da? Dann hätte ich ja erstmal, bevor ich was mache, noch einen Schuh gekriegt. Oder? Und noch Dinger verteilt. Hätte ich auch voll vergessen, was war da drunter? Du darfst nichts verteilen. Nee? Nein. Und Schuh kriege ich auch nicht? Nein, Schuh doch. Einen Schuh kriegst du doch. Aber verteilen darfst du nichts, ne? Ja, mein Dorfbewohner, die sind irgendwie hin. Aber du machst doch mal erst das andere. Ressourcen verteilen. Ja, aber deine Aktion, die du machst, ist doch, du eliminierst und du bringst ihn um. Und meinst du, wenn du den umbringst, gibt er dir noch was? Du verteilst ja erst die Ressourcen. Ja, aber denkst du, der Dorfbewohner gibt dir noch was, wenn du den eliminieren möchtest? Der gibt mir ja nichts. Ich verteile bloß Hinweise und Dings. Moment, das will ich jetzt wissen. Okay. Hemmnisse für die Hexe oder Hinweise für Hexen verteilen und die Fähigkeit nur noch nutzen. Wenn du da. Moment mal. Das ist wohl. So, wir haben noch mal kurz nachgeschaut. Ich verliere ja alle sämtlichen Hinweise, wenn ich einen Unschuldigen. Richtig, weil die Dorfbewohner sind, dann stinke ich auf dich. Ach du dickes Und wollen Alter. Erstmal mit dir nichts zu tun haben. Mhm. Das musst du dir das Vertrauen erst wieder aufbauen. Ja, dann ich baue mal, ich fange mal an mit Bauen. So. Deshalb war das gestern auch ziemlich einfach, die Hexe schnell zu besiegen. Ich gehe mal. Ach du dickes, jetzt habe ich aber. Jetzt ist aber auch nicht schön. Nicht schon. Ameno, jetzt fängt der ganze Spaß von vorne an. Ja. Ich gehe mal dahin und ziehe mal zwei Karten. Eins. Zwei. Ja. Dann bist du durch. Dann bin ich. Ich mache meinen Haushalt. Schick. Und gehe mal zuerst hier hin. Und lege 2 auf Blau. Dann darf ich eine ziehen. Das habe ich gemacht. Dann werde ich eine Karte ausspielen. Spiele eine Karte aus. Spiele bis zu 2 Karten aus. Wie viel habe ich denn? 4. Das geht nicht, da könnte ich auch nur eine ausspielen. Da könnte ich auch
Da muss ich erstmal. Hier steht das. Hier steht doch das alles. Ja, das sehe ich doch nicht. Das du hast doch selber. Nein, ich habe doch andere Sachen hier stehen bei mir. Ja, aber bei Dorfbewohnern besuchen? Nein, habe ich nicht. Dorfbewohner steht bei mir, führe einen Dings-Effekt aus, tausche 3 gegen 1, verteile auf Dorfbewohner erlaubte Karten, benutze Dorfbewohnerfähigkeiten, benutze die verstärkte Aktion. Das wird ja was anderes als du. Ja, aber die Reihenfolge muss doch so nee, sein. Ich habe 5 Stück da stehen, du hast 4 da stehen. Du bist doch nicht die Hexe. Nee. Erst kommen die unter, erst wird das nochmal gemacht. Das mit der Lupe. Ja. Dann kannst du tauschen. Ja. Und dann verteilst du das. Ja. Und dann, wenn du 2 hast, kannst du es eben 2-mal nutzen. Ja. Und dein Dings kannst du dann dein. Ja. Genau. Also du verteilst erst deine Hinweise oder Geheimnisse. Ja, richtig. Okay. Dann mache ich erst hier. Du musst aber auch gucken. Nee, wie denn mit die Katze verbunden? Ja, du hast aber gerade hier doch gesessen. Du kannst doch da, du hast doch so eine Karte da, oder nicht? Und Gehilfen, oder hast du keinen Gehilfen? Du kannst doch immer was drunter legen, wenn du. Ja. Da habe ich angefangen. Dann gehe ich hier hin. Und nimm mir 2. So, jetzt habe ich 6. Jetzt habe ich 6. Ich kann ja 2 spielen. Ja, da könnte ich ja so machen. Ah. Ich gehe hier hin. Setze 2 auf Rot. Und spiele eine Karte aus. Dann spiele ich die aus. Was hast du denn? Ich spiele als nächstes 2. Verdächtig. Achso. Dann habe ich hier verdoppelt die Anzahl der Geheimnisse bei einem Dorfbewohner mit, wo einer von meinen 3 drauf ist. Das wäre ein bisschen viel, wenn ich den da verdoppel. Den, wo einer von deinen drauf ist. Ja, da ist auch keiner drauf von meinen. Da ist auch wieder recht. Matschkoppel. Aber hier ist einer drauf. Ich verdoppel nur die Dinger, ne? Ja, das war dumm, aber ist auch egal. Dann mache ich hier 4 raus, ne? Genau. Ne? Aus den 2 mache ich 4. Wenn das da steht auf deiner Karte, ich kenne die Karte nicht. Verdoppelt die Anzahl der Verdächtigen bei einem. Der Verdächtigen? Der Geheimnisse. Bei einem Bewohner mit einem Ding bei mir drauf. So, mach die weg. Dann ist das die hier. Darf ich wieder eine ziehen? Ja, die ist auch schön. Und dann gebe ich die ab. Okay. Den und den zurück. Ich muss ihn Einfluss zahlen. Ja. Die kriegt man gar nicht mehr entfernt, diese Karten. Ne? Das will ich nicht. Ob da so eine Karten. Ach so, ob es so eine Karte gibt, die die entfernt? Ja. Hab ich noch keine gesehen. Naja, Kartenstapel ist ja auch dick. Das wäre ja schön. Ich sehe hier einen, erhalte 3 Einfluss. Und ich einen. Weil stell dir mal vor, du hättest, weil die sind ja 2-mal
Jede Karte ist zweimal in jedem Deck. Ja. Und würdest die hier auch noch hinlegen? Ja. Dann würdest du hier 4 bekommen, wenn ich drauf gehe. Und hier... Boah. Das wäre ein bisschen viel. Mhm. Dann... Aber gut. Hättest du das gewusst, war, dann hättest du niemanden... Was hat der hier? Schuhe angesammelt hättest, ne? Schau hier oben, was man kann. Das Deck und ziehe eine und lege den Rest ab. War nicht so schlau, ne? Was? So einen Dorfbewohner zu killen, wenn du so viele ja. Footsteps unten drunter schon hast, ne? Ja. So. Hier habe ich auch noch ein Einsatzfeld, das hat jeder, zum Beispiel erhalte 2 Einfluss, ziehe eine Karte oder spiele eine Karte aus. Dann gehe ich hier hin und spiele eine Karte aus. Das ist wieder eine Untersuchung. Die lege ich hier hin. Kostet mich 3 Einfluss. Bin ich bei 2. Habe ich hier auf grün verteilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, kriege ich da gar nichts. Habe ich eine grüne verteilt? Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Wenn du machst mir ans Irre, so. Ist das das? Ja. Dann ist das für mich, ich kann nur den einen da auf grün setzen, ja. Aber ich, das Feld hier ist für mich leer. Ja. Boah, das ist ja... Das ist ja krass, ich kann ja bald gar nichts mehr Vernünftiges machen. Ich kriege ja gar keinen Einfluss mehr. Du bist so eine Hexe. Sei ruhig. Bist du fertig? Nein, ich habe noch einen. Glaube ich ja nicht. Der legt mich hier lahm. Dann muss ich. Muss ich machen. Nee, das kann ich nicht machen. Dann gehe ich hier noch hin, verteile eben bei Blau, ja, und ziehe 2 Karten. Ja. 1, 2. Okay. Wenn du das so willst. Da bin ich, ne? Ich zieh mal wieder alles zurück. Oh, das ist nicht so einfach hier. Das ist überhaupt nicht einfach. Ich bin eine Karte los. Achso, Verführung kommt hier hin, ne? Was? Verführung? Mhm. Also hier so eine. Das ist das doch, ne? Verzauberung, Entschuldigung. Verzauberung, ja, ja. Okay. Dann gehe ich auch hier drauf. Dann tausche ich. Ach, nicht mal erst den Effekt. Wo bist du drauf gegangen? Hier? Ja. Das heißt, ich gebe erstmal 2 aus, ne? Ist ja erstmal führe den Effekt aus. Nee, das ist die Lupe, wird erst dann nochmal ausgeführt. Aha, jetzt kann ich 3 gegen 1 tauschen. Und dann darf ich 2 setzen bei Rot. Und ich darf eine Karte ausspielen. Ich könnte es auch 2 ausspielen, weil jetzt... genau. So, wenn sie 2 Gefälligkeiten hier liegen hat, dann darfst du den Effekt auch 2-mal nutzen.
dann mache ich die für 3. Was kann die? Wenn die Hexe einen Dorfbewohner besucht, darf sie eine Karte ziehen, wenn mindestens eine Gefälligkeit auf diesem Dorfbewohner liegt. Dies geschieht nach der Umwandlung von Fragezeichen in Gefälligkeiten. Ja. Dann ist das jetzt hier eigentlich nur noch für mich eine blöde Karte. Ja, so heißen sie. Ich glaube, ich muss noch mal eine Karte ziehen. Oder Biege bis zu 2. Erhalte einen. Ich gehe mal hier hin und erhalte einen Einfluss. Darf 2 auf grün setzen. Und darf die 3 schon mal wieder umtauschen. Auch gegen einen. So. Dann habe ich noch was. Nämlich den hier, den setze ich hier hin. Dann darf ich die 3 auch wieder umtauschen. Auch gegen einen. Darf eine Karte. Warte mal, wie es heißt. Nicht gegen den, gegen das. Ja, ich muss immer noch nachgucken, gegen eine Gefälligkeit. Ja, ich. Da Geheimnis und Gefälligkeit. Ich weiß, ja, das, ich bin dann so ein. Okay, also ich habe jetzt meine Geheimnisse, 3 Geheimnisse gegen eine Gefälligkeit umgetauscht. So, habe eine Karte gezogen. Da habe ich auch 2 auf blau noch nicht gesetzt. So. Dann setze ich eine hier hin und eine hier hin. Jetzt wird es langsam enger, Junge. Ja, jetzt wird es enger für dich, ne? Ja. Ich bin. Ah, Moment. Wo bin ich hingegangen? Wo bin ich denn gerade hingegangen? Du hast 2 auf blau gesetzt, das ja, hier. Ja, genau. So, mal wenn du einen Dorfbewohner. Da ist einer. Dann darf ich was machen? Lies nochmal. Wenn die Hexe einen Dorfbewohner besucht, darf sie eine Karte ziehen, wenn mindestens eine Gefälligkeit auf diesem Dorfbewohner liegt. Okay, dies geschieht nach der Umwandlung von Geheimnissen in Gefälligkeit. Okay, dann habe ich das gemacht. Dann hätte ich hier auch schon eine gekriegt. Egal jetzt. Egal. Ich auch. Was wurde in Zahlen? Vergessen. Ich hier hin kriege ich 3 Einfluss. Oben ist hingegangen. Kriegt auch einen. Ich sah auch einen. Und verteile ihn auf grün. Ups. Aufpassen. Dahin. Wie ein. Ja, wie ein Look. Schießhund. Hierhin verteile ihn auf blau. Und was ziehe? 3 Karten, oder? Ja. Dann darfst du dir eine davon behalten und die anderen beiden legst du auf deinen Ablagestapel. Nur auf dem Ablagestapel, ja? Ja. Musst du ablegen.
noch nicht viele Karten ausgespielt, ne? Irgendwie. Nee, dann gehe ich hier hin. Was ist das jetzt? Naja, kannst du ja aussuchen, was du machst. Das so. Oder das oder das. Das Feld musst du doch auch haben, da ist es doch. Ja, ja, aber was willst du denn machen? Eine Karte ausspielen. Ach so. Spiele ich einen Verbündeten aus für 2. Der kostet keinen Unterhalt. Der kostet keinen Unterhalt. Der Schläger, der kostet keinen Unterhalt. Den muss ich ab und zu mal losschicken. Aha. Da gibt's halt, wird halt mal geklatscht. Aha, okay, gut. Dann nehme ich meine jetzt zurück. Und dann gehe ich hier drauf. Und dann darf ich 2 bei Blau legen. 2 bei Blau legen. Und eine Karte ziehen. Und dadurch, dass das ja eine da ist, dann darf ich da ja auch noch eine ziehen. Dann setze ich meine 2. Die setze ich hier hin. Und nehme 6 Stück runter. Und mache da mal 2 hin. So. Ziehe 2 Karten. Ne, 4. Jetzt kannst du 4 ziehen. Aber ich mal gucken, wie ich hab's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich darf den nur eine ziehen. Nee, du kannst eine 4 ziehen in der Unterhaltsphase oder Haushaltsphase. Aha, musst du bis auf 7 Handkarten ablegen. 3, 4, das ist wunderprächtig. So, wenn ich jetzt hier hingehe, dann dürfte ich 2 ausspielen. Wenn das jetzt, dann könnte ich aber auch. Ich habe aber noch. Wo ist denn irgendein Daumen, oder? Ja. Da habe ich auch noch keinen verteilt. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich irgendwas habe, was ich von dir wegnehmen darf. Ich habe Angst, die Hexe kommt aber näher. Ah. Ja, bist du? Du bist keine schwarze Katze. Möchtest du was? Du bist immer am Quaken. Ja doch, du bist am Quaken. Nein. Ich spiele 2 Karten aus. Moment. Und zwar spiele ich nicht 2 Karten aus. Na, dann nehme ich der Katze mal noch was. Ich kann nur eine ausspielen. Ja, Mau. Oder Mau. Die kann ich gar nicht ausspielen. Cheater. Kommt die dicke Bonnie auch schon wohl noch mal kaum vor. Bonnie-Katze. Dann spiele ich die eine Karte hier aus für 2. Bup, bup. Aha. Spiele ich die auch noch mal aus. Also ich weiß auch nicht, was du hier machst. Ich habe die ausgespielt für 2. Ach so, einen verbündeten Dings. Ja, damit kann ich einen von den Dingern hier irgendwo bewegen. Was? Woanders hinlegen. Ach so, eine Untersuchungskarte. Ja, oder wenn ich was ist das hier?
wenn ich zwei Einfluss abgebe, musst du die Karte wieder auf die Hand nehmen. Dann spiele ich die für die anderen zwei, die ich habe, noch aus. Ups, dann habe ich 0. Und mit der verdoppel die Anzahl der Geheimnisse bei einem Dorfbewohner, wo ich draufstehe. Dann mache ich das hier. Dann mache ich die verdoppel ich. Ja, dann bin ich fertig. Ne, bin ich gar nicht. Ich habe den noch. Jetzt ist gut, Alina. Ach nee, die wollte ich doch. Darum ist er doch gewesen. Zwei war rot. Zwei war rot. Eins, zwei. Und ich habe zwei Karten ausgespielt. Du darfst auch nur eine nutzen. Und ich darf jetzt eine von denen nutzen. Okay. Na, darfst du die jetzt schon machen? Du hast ja erst. Ich weiß, ja. Ja. Ganz zum Schluss benutze ich die Verstärkeraktion. Steht hier bei mir als allerletztes. Und jetzt liegt die ja hier, dann darf ich es auch nutzen. Ach so. Die Verstärkeraktion? Naja, die verstärkte Aktion von dem. Die Aktion oder die verstärkte. Ach so. Ja. Ich könnte die da jetzt wegnehmen. Halina, ist mal gut jetzt. Ich nehme die hier weg. Und leg sie einfach hier hin. Ach, ich leg sie einfach da hin. Echt? Ja, und jetzt muss ich noch nicht erst, wenn ich abzähle, wa? Ja. Wenn ich meine zurück war, ich komme hier noch nicht ran. So. Ein Unterhalt? Ein Zahlen. So, jetzt so. Habe ich gar nicht gesehen. Du hast deine Phrase vom Leben. Was? Zu spät. Ja, den hätte ich ja machen können, habe ich vergessen. Oh, weg. Dann hätte ich ja schon drei gehabt da. Ja, wenn es 6 ist, hättest du ein Ritual durchführen dürfen. Dann hätte ich ein Ritual durchführen dürfen. Das ist wohl wahr. Kacke. Achso, die wird abgelegt. Also wenn man richtig gut als Hexe bluffen will, dann dauert das Spiel noch ganz schön lange, wa? Beeinflusst mich jetzt nicht. Nein, mach ich nicht. Ich hier erhalte 2 Einfluss und den auf grün legen. Ja. Zack. Und erhalte 2 Einfluss. So, bin ich bei 3. Ja. Jörg studiert seine Karten, wenn es so leise ist. Ja, das ist. Weil du mir das hier. Das war ein großer Fehler, den einen Dorfbewohner zu eliminieren, wo du so viele Hinweise schon hattest. Ja. Ich hätte vielleicht mal ein paar Schuhe anschaffen sollen. Ja, ich hätte mir ein paar Schuhe anschaffen sollen. Ein paar Beweise, naja, um immer wieder einen Dorfbewohner. Weil wenn er 8 Stück davon weg hat, dann weiß er, wer der 9. ist und hätte auch so gewonnen.
Aber wenn man zum Mörder wird und seine Schuhe abgeben muss, dann kann man keine Hinweise daraus machen. Keine Beweise aus den Hinweisen. Sollen wir das jetzt schreiben? Ja, also ich kann ja auch ein Dorf, was soll ich immer noch nicht machen, Dorfbewohner plündern. Okay, das steht da hinten, ne? Du kannst ein Gehilfe auf einen bereiten Dorfbewohner stellen. Herr Lienert gibt jetzt nichts, du hast und genug. Drei Hinweise von gleichfarbigen Dorfbewohnern einschließlich des Zieldorfbewohners bezahlen, um eine Gefälligkeit oder alle Geheimnisse von diesem Dorfbewohner zu entfernen. Okay. Mach keinen falschen Fehler. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich erstmal hier, ja. Verteile 2 auf grün. Und erhalte ich noch einen Einfluss. Bei 4. Dann hast du noch eine Aktion noch, ne? Ja. Hier und hol mir erstmal einen Schuh. Aha. Und spiele bis zu 2. Und die kosten jeweils eine mehr, ne? Wie viel hast du insgesamt? 4. Das ist nicht viel. Ich spiele bis zu, ja, reicht ja, auch, wenn ich eh eine spiele. Ja, ja, na klar. Na klar. Verstehst du? Mhm. Ich verstehe. Verstehst du mich? Ich verstehe dich. Dann spiele ich den Ort, die Zentrale, kostet 2, ich muss 1 mehr bezahlen, 3, habe ich noch einen Einfluss. Was macht er, wenn du drauf gehst? Decke die obersten 2 Karten deines Decks auf, spiele einen davon umsonst aus, lege die andere ab. Du bist durch, ne? Die Hexe, gleich kommt die Hexe. Also, ich räume jetzt meine weg. Ich darf nur 7 Karten auf der Hand haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann lege ich eine ab. Dann habe ich noch 7 auf der Hand. Dann. Was ist das Ritual? Gewinnt jetzt die Hexe? Hier gewinnt die Hexe? Gewinnt jetzt die Hexe? Dann lege ich einen bei Blau. Und ich lege hier einen hin. Und hier, Moment, nehme ich 3 weg. Na, komm weg. Und mach da den dritten draus. Und jetzt muss ich hier hin, ne? Nee. Nee? Muss ich da nicht dahin? Nee. Warte mal. Du machst ja erst den dritten draus. Dann hättest du den auf Blau gelegt. Wo hast du den hingelegt? Hier. Aha. So, Moment. Lege einen Gehilfen oder Vertrauten auf jeden bereiten Dorfbewohner, der die wahre Hexe repräsentiert und mindestens 3 Gefälligkeiten hat. Zeige die entsprechende Verdächtigenkarte, um das Ritual zu beginnen und gewinne das Spiel. Okay, also das heißt jetzt, was muss ich machen? Na, hier hat sie schon 3 so eine Gefälligkeiten. Habe ich ja jetzt auch. Und danach setzt sie erst ihren Gehilfen drauf. So? Okay. Gut, das habe ich mir gedacht. Gut. So verstehe ich es. Ja, dann ist das so. Ich darf da 2 Karten ziehen. Also ist das ja schon mal die Hexe dann. Weißt du doch nicht. Na doch. Nee. Dann gehe ich hier hin, dann nehme ich auch die 3 weg und mache auch dort meinen dritten hin. Und darf 2 bei Rot setzen. Und setze hier 2 bei Rot.
So. Die hinten, dann mache ich hier die 6 weg, hup, und mache da 2 hin. Ach so, ich habe ja immer doppelt. Da hätte ich auch noch eine Karte ziehen können, da habe ich auch noch 2 Karten. Ach, ich habe hier zu viele Karten auf der Hand. Und hier, schau dir die 3 obersten aus. 1, 2, 3. Kann ich auch 2-mal machen. Ach, hey, Jemine. Die, nehme ich nochmal 3 und dann nehme ich 3 und schmeiß die weg. Muss noch einen bei Blau legen. So. Okay. Ach, beim Wegnehmen hätte ich hier machen können. Ist egal jetzt. Du bist dran. Ich habe die halbe Kartenstapel jetzt auf meiner Hand. Muss ich gleich alle abgeben. So, ich habe jetzt 2x3. Hinten auch welche. Was? In Zahlen. Ich habe jetzt ganz viele Gefälligkeiten liegen. Dann kann ich Infragezeichen entfernen. Ist ja eigentlich Bums. Ja. Alten Dorfbewohner vor, wie war das? Was hast du denn jetzt überhaupt gemacht? In meiner Haushaltsphase. Und da hast du jetzt einen wegnehmen dürfen, oder was? Ja. Ach so. Das ist ja nur, dass wir darum weit machen, um das Innovationsbild, um alle Gehilfen vertrauten auf sich zu entfernen. Gibt es hier eine Sitzung, du musst einen Geheimnis oder Hinweise entfernen. Wenn du das nicht kannst, doch. Dann mache ich das hier. Setze 2 auf Blau. Ja. Hier und hier. Ja. Ziehe eine Karte. Warte, wie lange ihr habt. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ja. So. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich muss dann immer dich fragen und dann was denn? Das ist immer dabei ein bisschen blöd alles. Wegen der Hexe da? Nee, die ist da, mit, nein, generell. Wenn es jetzt gewesen wäre, dann wäre ich angeschissen gewesen. Weil ich dich habe fragen müssen, ob ich das direkt machen kann oder später machen kann. Ja, dann spielen wir halt nachher neu eins, so. So, bereite den Dorfbewohner vor. Setze einen Gehilfen auf das Feld Dorfbewohner bereit machen. Und das hier. Auf dem Aktionsbrett, um alle Gehilfen Vertrauten auf einem Dorfbewohner zu entfernen. Gib sie an ihren Besitzer zurück. Du musst einen deiner Geheimnisse oder Hinweise, je nachdem wer es macht, also ich einen Hinweis, von diesem Dorfbewohner entfernen. Wenn du das nicht kannst, darfst du diese Aktion nicht durchführen. Also ich gebe dir das zurück.
und entferne von mir einen Hinweis. Und was machst du jetzt? Den eliminiere ich. Wen? Den. Den hier? Hm? Ist die Hexe? Schiete, ist nicht die Hexe. Dann war es nämlich doch die da. Auf jeden Fall ist das nicht die Hexe gewesen. Ich mach meine Züge über lange Sicht geplant. Dann machst du jetzt die Hexe, vielleicht muss ich mal alles abräumen. So Scheiße. Hätte ich doch mal die genommen, nicht auf deinen Schuss hast mich reingelegt. Hätte ich mal den da entfernt und einfach den umgelegt. Oder die Farmerin zu, so. Das ist eine Fremde, steht da, nicht Farmerin. Oh, was steht da? Fremde. Ah, Fremde. Ich dachte, wer siehst denn? Du hast aber noch eine Aktion. Nee, den habe ich doch da rückgenommen. Und da unten, der da unten liegt noch? Was ist mit dem? Einer lag hier. Ja, was ist mit dem? Einer hier, um die zu verteilen. Ja. Ihn hier, um das zurückzumachen und den draufzusetzen, um den zu eliminieren. Genau. Ja, genau. Okay, dann bin ich dran, würde ich sagen. Ne? Hm? Dann würde ich sagen, ich nehme meine drei zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darf ich nur behalten. Welche Abwege interessiert mich nicht mehr? Weil die Hexe gewonnen hat. Ich dürfte ja auch noch eine ziehen, interessiert mich auch alles gar nicht mehr. So eine Haushaltsphase? Nee. Du kannst ja keine ziehen. Nee, ich dürfte, interessiert mich auch gar nicht mehr. Ich setze ihn jetzt hier drauf. So ist es richtig, ja? Platziere einen Gehilfen auf einen bereiten Dorfbewohner, der die wahre Hexe ist und mindestens drei Gefälligkeiten hat. Du gewinnst das Spiel. Jetzt führst du dein Ritual durch. Ich führe mein Ritual durch. Es sind drei da und jetzt zeige ich dir einfach, wer es ist. Wenn ich mich jetzt mal gucke, dann bin ich aufgeschmissen. Du wirst schon eine Farmer und eine Fremde zu haben. Jetzt zeige ich? Ja, zeig die Fremde zu. Ja, die Hexe gewonnen. Endlich. Aber das habe ich ganz gut aufgebaut, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie einen Fehler mit drin hatten, weil das, oder ob das jetzt so... Ich weiß es nicht. Nee, ich denke mal, gestern warst du besser drauf, weil du ja umbringen konntest, ohne alle zu verlieren. Ohne die Hinweise abzuräumen. Ja, da. Weil sonst ist das für eine Hexe sehr, 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 sehr schwer. Ja. Also da muss man wirklich schon richtig gut täuschen können. Ich denke mal, von den Regeln her waren wir so weit. Ja, denke ich auch. Dass das alles gepasst hat. Ja. Ich hatte nur ihn entlastet und das war hinten der Bürgermeister. Ja, das ist das Problem, dass du das nie machst. Du hättest das paar Mal vergessen, dir auch deine, hier hat es auch vergessen, dir einen noch zu nehmen. Was? Da war da drei drauf. Ja, da waren drei. Ja, das ist... Das vergisst du dann immer, dass du was nehmen kannst noch. Ich habe jedes Mal vergessen, dass ich jedes Mal doppelt nehmen konnte. Ja. Naja, das war die zweite Runde. Ja. Mit jeder Runde wird es besser. Hoffe ich doch. Aber das ist schon spannend, ist schon cool. Also ich habe jetzt zweimal die Hexe gespielt. Passt zu mir, passt ganz gut. Aber ich würde auch mal gerne den Hexenjäger spielen. Aber da muss ich mich auch wieder umdenken, weil das ja wieder anders ist. Aber... Ja. Was ich gut finde, ist, dass man sich mit dem Zubehör, was da noch dazu ist, seine eigenen Decks bauen kann. Ja, es gibt ja, wir haben ja noch die Erweiterung dazu. Ja. Es gibt ja noch die Erweiterung und hier das Explosive. Wo ist hier noch? Ich hoffe, ihr habt bis jetzt durchgehalten. Ja. Extra Kartenmaterial noch gibt, dann noch jede Menge neue Verdächtige. Ach, und es gibt auch noch mit dem man spielen kann. Und es gibt, was wir noch nicht mitgenommen haben, ne? Das haben wir gar nicht benutzt. Ja, da gibt es hier noch ein anderes Spielmaterial.
Das ist die Erweiterung jenseits der Palisade. Da gibt es auch noch mal zwei dicke Kartenstapel und noch mal extra Tokens, mit denen man spielen kann. Ja, aber man hat doch auch noch, wie nennt sich die denn jetzt hier noch, die anderen Karten? Komme ich jetzt nicht drauf. So kann man sich sein Kartendeck zusammenstellen. Sein eigenes Deck besteht immer aus 50 Karten. Von jeder Fraktion oder von jedem Kartentyp dürfen immer 10 Karten im Spiel sein, sodass man 40 Karten hat. Und die restlichen 10 Karten, die kann man sich zusammenwürfeln, wie man gerne möchte. Ich habe jetzt heute gesehen, dass der Autor war das, erklärt hat, dass du aber, der hatte da noch das in dem Prototypen, in dem Tabletopia-Spiel. Ja. Und der hat dann da gesagt, dass man aber, weil es ja immer zweimal, die Karte zweimal in einem Deck gibt. Ja. Und wenn man sich die Decks selber zusammenbaut, sollte das auch so weiter sein. Dass man immer zwei, also immer eine Karte doppelt hat. Man darf nie mehr wie zweimal dieselbe Karte haben. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwann mal wiederholen. Nein, du solltest aber auch zweimal immer die gleiche drin haben in dem Deck. Aber das steht jetzt in der Beschreibung, aber jetzt, vielleicht hat er das damals so angedacht und dann jetzt geändert. Kann ja sein. Keine Ahnung. Das kann natürlich gut möglich sein. Na jedenfalls hat die Hexe Roanoke erfolgreich heimgesucht. Richtig. Ich habe meine Arbeit nicht richtig erledigt. Nein. Und habe verkackt. Ja. Ja. Hat zwei Dorfbewohner ganz sinnlos gemeuchelt. Dabei hatten die überhaupt nichts gemacht. Ganz brave Bürger. Ja, das war's. Und dafür hast du auch verloren. Das war der Fehler, den du gemacht hast am Anfang. Dass du direkt killen wolltest, Kill Bill. Und dadurch alles verloren hast. Ja. Ist nur ein Spiel, Gott sei Dank. Ja. Ja. Kommt mit Sicherheit morgen wieder auf den Tisch. Ja. Ja, bestimmt. Ein schönes Spiel, wo man viel entdecken kann. Wo, wie gesagt, mit den anderen Kartentypen noch, was da noch mit dabei ist, kennen wir alle, haben wir noch gar nicht weiter nachgeguckt. Das war nur das Grundspiel. So, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir haben das soweit ganz alles richtig gespielt. Und verständlich rübergebracht, das ist wichtig. Ach so, Material ist übrigens super. Ja. Und die Matte ist toll. Die Spielmatte ist schön. Muss man nicht unbedingt haben. Nö, muss man nicht. Aber ist ganz schön, da hat man schneller aufgebaut auch. Ne? Und man hat alles schön liegen, da wo es hingehört. War halt mit dabei, auch mitgenommen. Ja. Wenn ihr irgendeinen Fehler entdeckt habt, schreibt es mit rein. Ein Like würde uns wohl freuen. Ein Abo noch mehr, dann würdet ihr auch nicht verpassen, wenn unsere nächsten Spiele kommen. Genau. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, wenn ihr es selber spielt. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.